sind schon bei weit weniger Schnee gegangen. Perfekte Schneedecke. Heute ist ein 636A abgezweigt, nachdem nicht so viel Schnee herinnen ist wie normal im Winter. Der Kurt ist jetzt gerade bei der letzten Steilstufe und genau ober ihn ist dann der Weg, der zur Prevalaschorten führt, der 636er, den wir eigentlich mit dem Radl runtergefahren sind. Thank you.
Nach etwa 3 Stunden Gehzeit langen wir auf der Povetsscharte, also Skrvina pod Prestreljenikom, auf rund 2300 Meter Seehöhe an. Heute ist uns wieder einmal ein wunderbarer Meeresblick gegönnt. Wie man sehen kann, ist das Fenster heute nicht ganz so leicht erreichbar. Mit angeschnallten Skien geht es nicht, sondern wir müssen auf den letzten Metern in das Seil des Klettersteigs greifen. Bergheil. Ins Nichts, kommt's gut runter, sonst geht's um nix. Vergeblich suchen wir den Bohrhaken und daher müssen wir improvisieren und missbrauchen ganz einfach das Kästchen fürs Gipfelbuch für unsere Zwecke. We'll be right back.
Eröffnungsfeier. Und wieder ist der große Streit entbrannt. Wer fährt als erster hin? Natürlich kommen wir nicht umhin, der Gilberti-Hütte einen Besuch abzustatten, um unseren Flüssigkeitshaushalt wieder in Ordnung zu bringen. Na, guck mal, Oma, wenn man schaut.
Jetzt sind wir wieder im Tal. Wie man sieht, bei kurzem Bus. Und heute machen wir mal was ganz was anderes. Heute gibt es ein Abschlussstatement, ein kurzes von jedem. Anfangen tun wir mit Kurt. Okay, was soll man sagen? Kriegssteig war perfekt zum Gehen. Sogar die Bäume haben es aufgeschnitten, also die wir beim Vorradl, bei unserer Vorradl-Expedition noch gehabt haben. Deswegen war perfekt zum Aufgehen. Dann Sonne am Sela Povec. Sonne in dem K auf zum Loch. Im Loch haben wir zwar den Bohrhocker nicht gefunden, aber wir haben improvisiert und uns an dem Kastel angehängt, wo man irgendwie halt seinen. Was ist das überhaupt für Kastel? Ja, so eine Schreibnen. Eine Schreibkastel, okay. Wie heißt es denn? Sag. Ja. Gipfelbuch. Naja, Gipfelbuch, ja, Kastel, genau. Ne? Also man möge beachten, ein Gipfelbuchkastel haben wir dafür herangezogen, dass wir uns abgesellt haben. Und dann ist er hingegangen, perfekt. Ja, perfekt. Also eins minus, weil es war ein bisschen ein Haarsteckel streckenweise. Aber dann, jetzt, obwohl wir gar nicht mehr damit gerechnet haben, nach der Piste oben kein einziger Stein. Wir haben die richtige Variante gewählt. Es ist schon hart und es ist nichts mehr durchgegangen. Perfekt. Kurzes Statement. So. Ja, das war der Kurt mit einem kurzen Statement, wie ich eingangs erwähnt habe. Ja, ich weiß nicht, was den anderen noch übrig bleibt, die Frage noch mal alle. Schön, dass du mit warst. Ja, man hätte es nicht besser sagen können. Du hast alles beschrieben. Schön, dass er dabei war. Danke. Ja, das war der Andi, nicht? Kurz und bündig wie immer. Jetzt bin ich quasi noch hin. Nicht? Und ja, der Kurt hat eigentlich eh schon alles gesagt. Die Verhältnisse, muss man sagen, waren schon so, dass sie vom Loch im Steilen waren sie ganz gut. Und wo es noch unten ein bisschen nachlässt, hat ein bisschen gewechselt, aber war schon in Ordnung. Also so wie der Kurt sagt, 1 minus, ich hätte 1 bis 2 geben. Aber mit dem kann man leben. Aber herunten muss man auch sagen, wo wir am Montag noch den Pulverschnee gehabt haben, da ist nichts mehr. Gell? Da ist jetzt einfach so eine Dekale drüber, kein Mensch weiß, wo der herkommt. Und also diese Senke vom Urschitzsattel runter, das ist nicht mehr lässig, weil wo wir am Montag sind wir da noch im Superpulver gefahren. Aber eine gelungene Tour, könnt ihr das wiederholen. Es geht perfekt, ein Seil mitnehmen, weil sonst kommt man nicht runter beim Fenster. Danke. Grazie a tutti.